Hallo Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute mal in Voucher-Optik. Sedil, sag ich nur. Und draußen laufen Leute. Egal. Heute in diesem Video geht es um dieses Paketchen, was ich heute bekommen habe. Boah, die sollte eigentlich gestern schon zugestellt werden, aber Post mal wieder, was will man dazu sagen? Egal. Es ist angekommen vor guten 20, 30 Minuten. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal rein. Heute mal hier ein neues Skalpell am Start. Vom asiatischen Markt. Mal gucken, wie das so schneidet. Na? Oh, ich muss dazu sagen, es schneidet sehr gut. Wow. Dafür, dass es so billig war. Oh. Und da ist es schon auf. Hoffentlich steche ich mich nicht selber ab. Ja, Paket ist auf, Leute. Da drinnen ist eine Tick Knusperfolie. Plopp, 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 plopp. Plopp, 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 plopp. Oh, Verpackungsmaterial. Oh, hier. Ah, egal. Hier, drei Päckchen. Zwei solche. Und eins mit Autos. LOVP! Ja, hier sind Lose drin. Lose. Ich würde sagen, wir machen erstmal die losen Autos. Ja. Dazu nehmen wir uns das erste Päckchen. Ja, ich weiß ja schon, was da drin ist, denn ich habe die Autos ja selbst gekauft. Ne? Haha. Hoho. Wie ein gewisser Kollege aus unserer WhatsApp-Gruppe sagt. Übrigens, WhatsApp-Gruppe, gutes Stichwort. Diese Autos habe ich aus einer anderen WhatsApp-Community bei jemandem gekauft. Ja, also nicht aus unserer Steffen-Bose-Gruppe. Grüße gehen raus an die Jungs. Sondern aus einer anderen WhatsApp-Gruppe, in der ich auch bin. Ja, das ist aber jetzt egal, denn ich packe jetzt hier mal aus. Und hol ihn raus, den Klaus. Ah, wir haben sie das Ding gut verpackt hier. Hey. Gut verpackt. Ja, hier. Ja, also, hier blitzt mich schon das erste Autochen an. Und zwar ist es ein Mazda RX-7 Savannah. Ja, schön in schwarz. Den habe ich nämlich in schwarz, glaube ich, noch nicht lose, oder doch? Nee, ich weiß nicht. Egal. Ich habe ihn jetzt nochmal. In den schönen, wie manch einer sagen würde, BBS-Felgen. Für mich sind es einfach nur Speichenfelgen. Geben das seine. Also, ein schöner schwarzer Mazda. RX-7. So, hier haben wir nochmal den Krümel. Einen schönen. Oh, die Kamera mal wieder aus. Also, wie gesagt, einen schönen RX-7 in grün. Ich habe den zwar schon, aber ich wollte ihn nochmal in grün haben. Gelegentlich zum Umbauen. Denn ich habe ein Projekt vor mit einem RX-7. Ja, mal gucken. Und hier haben wir, den habe ich noch nicht. Und zwar einen schönen blauen 95er RX-7. Ja, den habe ich noch nicht. Oder ist es ein, ja, was rede ich denn? Es ist ein blauer RX-7 Savannah. Also, ich habe ihn jetzt in blau, in schwarz. Und nochmal in grün. Genau. Dreimal Savannah. So, kommt das nächste Knüttel. Und hier blitzt mich schon was an. Und zwar, ich habe ihn schon mal in Lose, aber ich wollte ihn unbedingt haben, um ihn umzulackieren. Einen Honda City Turbo 2. Geil, 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 geil. Ja, schön. Honda City Turbo, einfach nur ein kleines, knuffiges, cooles Auto. Finde ich. Dann haben wir hier da einen schicken gelben einen schicken gelben RX-7 Savannah. Ja, jetzt habe ich ihn auch in gelb. In gelb, in gelb. Ja. Hier mal Savannah und hier ist noch was drin.
Und zwar ist hier drin ein, wenn ich ihn rauskriegen würde. Ich glaube, das Video geht länger beim Auspacken, als wie das, was ich quatsche. Haha. Und zwar einen, jetzt ist aber richtig, einen 95er Mazda RX-7. Ja, ausgepackt. Ich glaube, ich habe ihn eingepackt. Jetzt habe ich ihn ausgepackt. Richtig, 95er Mazda RX-7. Mit einer schicken 7 auf der Motorhaube und am Kotflügel hinten auf der. Leider aber eine Linkslenker, warum auch immer. Und jetzt, Freunde, kommen wir hier zu diesen Sachen. Ja, das sind alles OVP-Sachen. Jo, die einen oder anderen hatte ich schon mal. Und, oh, das Skalpell schneidet echt gut. Und ja, jetzt habe ich es halt wieder. Ja, damals, wo ich sie alle verkauft habe, man kennt die Story. Also, fangen wir mal an mit einem roten 89er Mazda Savanna RX-7 FC35. In Rot habe ich ihn nämlich noch nicht. Tatsache. Jetzt habe ich ihn wieder. Wieder ein weiteres Modell für meine RX-7-Sammlung. Ja, geil. Mit den schönen BBS-Rädern, die man so schön sagt. Ne? Grüße gehen raus, Anna Notschki. Ja, was haben wir hier? Einen 95er Mazda RX-7 in Gelb mit schwarzer Motorhaube. Ja, ist von 2018. Ach so, das hier ist von 2020. Also 21. Hier ist 2018, also 19, kann man sagen. Ja, in Gelb habe ich ihn ja noch nicht. Geilo. Dann haben wir hier, hoho, jetzt habe ich ihn endlich. Ich hätte ihn ja schon mal bekommen können, nur leider war da was angeblich mit meinem Paket. Ja, ich glaube, derjenige, wenn der dieses Video guckt, wird der wissen, wen ich meine. Aber ist egal. Und zwar haben wir hier von 2018, also 19, den Honda City Turbo 2. Die erste Farbe, die rausgekommen ist von diesem Auto von Hot Wheels, glaube ich. Also ich kenne nur diese als Freunde, sorry. Ja, da war die Kamera schon wieder aus. Keine Ahnung, was mit der Kamera los ist. Aber ich habe das Auto endlich wieder. Einen schönen 95er RX-7 von Mazda aus der Fast and Furious Sammlung. Yay! Ich glaube, der gehörte Dom oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall die coolen Felgen. Und die Rückseite, den habe ich. Oben die beiden suche ich noch. Und den gelben Honda Civic mit der grünen Motorhaube. Viele sagen, es ist schwarz, aber so wie es aussieht, es ist grün. Meine ich zumindest. Die werde ich mir natürlich auch noch besorgen. Mazda, Nissan Silvia S15, Nissan 240 SX, also die S14 und Honda Civic EG hätte ich ganz gerne, genauso wie den Hello Kitty. Falls die jemand abzugeben hat, gerne auch mal schreiben. Und wo wir gerade schon bei Honda sind, ist das Paket leer. Und zwar möchte ich euch den hier auch noch zeigen, den ich mir geholt habe. Ich habe ihn in Lose. Und zwar diesen aus der Japan Historic 3 Serie, Honda City Turbo 2, 85er. Einfach nur eine coole Lackierung, ich finde den geil. Auf jeden Fall möchte ich mir hier gerne noch, keine mehr von holen. Hä? Obwohl der Skyline RS ist schon geil, der KDR30. Aber, weiß ich nicht, vielleicht den Datsun Sunny Truck. Oder, ja, den Nissan Silvia, weiß ich nicht. Mir reicht eigentlich der Honda davon. Der Japan Historic Serie 3. Ja, cool. Da habe ich jetzt ungefähr seit Samstag habe ich auf das Paket gewartet. Ja, jetzt ist es da. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Autos in OVP und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Autos in Lose. Davon schon alleine viermal der 95er Savanna. Einfach nur ein geiles Auto. Und einmal der 95er RX-7.
und einmal der Honda City Turbo 2. Ja, Freunde, das war's von dem Video. Mit ein paar Komplikationen, weil die Kamera zweimal ausgegangen ist, aber ja, wir sind durch. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und danke fürs Reingucken und ja, bis später. Tschüss.